Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu Bioshock Infinite. Nur halt nicht das Hauptspiel, sondern wir gucken uns mal die DLC an. 2K. Din, 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 din. So, ja. Dafür muss ich dann hier reingehen. Kampf um den Wolken. Schauen wir mal, was die DLCs so hergibt. Ist das so ein Stück Nebenstory jetzt? Neben dem Hauptspiel oder was kommt hier jetzt auf uns zu? Willkommen zum Kampf in den Wolken. Messe dich in anspruchsvollen Kämpfen in Columbia. Jage den Highscore in den Bestenlisten, verdiene Geld mit dem du Waffenkräfte und Upgrades kaufen kannst. Schalte nie gezeigte Concept Art und Behind the Scenes Videos frei. Also das scheint ja ein Nebending neben der Story zu sein. Schild-Upgrade. Ja, dann bauen wir rein. Können wir uns erstmal aufblustern hier direkt da. Okay. Ein strammer Bursche. Womöglich obsiegst du in den heutigen Festivitäten. Ja, gucken wir mal. Leaderboards. Bestenliste. Schlaukopf und Schwachkopftheater. Okay. Man kann hier irgendwas freischalten, Arcade und so weiter. Okay. Ja gut. Also können wir wahrscheinlich nicht genug Geld. Begib dich zur OPS Deal und gucken, was jetzt hier passiert. Ich habe mir das noch nie angeschaut bislang. Aber ja, gut. Kommt man jetzt mal dazu, ne? Irgendwann ist immer das erste Mal. Okay. Jede Menge Risse anscheinend. Wenn du an einer Bürotür ein Extra-Leben kaufst, erhältst du bei deinem nächsten Tod deine Gesundheit zurück und kannst weiterkämpfen. Behüte mich und gib mir Kraft. Okay. Ein ziemlich stranger Spielmodus anscheinend hier. Mach dich bereit für den Kampf gegen Soldaten. Besiege die Welle nur mit Skyline-Angriffen. Eine Blue Ribbon-Herausforderung. Blue Ribbon-Herausforderungen erfordern das Absolvieren spezieller, schwieriger Herausforderungen, mit denen beträchtliche Geldboni verdient werden können. Die Teilnahme ist nicht unbedingt erforderlich. Ja. Okay. Ja, dann. Halt ihn raus! Nagelt ihn dort fest!
Gucken wir mal, wofür, für was wir hier so fähig sind. Wo, ja. Ach, da. Welle absolviert. Die Punkte sind dein gesamtverdientes Geld. Absolviere Blue Ribbon Herausforderung und variiere deine Waffen und Kräfte, um den höchstmöglichen Punktestand zu erreichen. Vergleiche Punktestände auf den besten Listen der Archäologischen Gesellschaft Kolumbias. Läuft. Scheint ja ganz spaßig zu sein, ja. Mach dich bereit für den Kampf gegen Soldaten. Besiege die Welle und erleide dabei nur Schildschaden. Ja. Okay, man wechselt offenbar dann hier so ein bisschen die Szenen. Ja, wir sollen uns ja nur Schildschaden zufügen lassen. Also wäre wahrscheinlich eine Schildaufrüstung nicht verkehrt, ne? Oh, kann man natürlich so gut wie nichts kaufen. Wir haben Munition, Waffen, alles was tödlich ist. Ach so, dann kann man zurück, ja. Nächste Welle starten. Ja. Na, komm mal ran. Das ist ja nicht so der gute Player, glaube ich, aber ja gut. Muss man ja alles mal erstmal ausprobiert haben, ne? Da kann man es dann wohl auch mal machen. Mach dich bereit für den Kampf gegen Soldaten. Besiege die Waffen nur mit Skyhook-Attacken und der Schrotflinte. Ja, wenn ich mal eine Schrotflinte hätte, ne? Beim Schießen haben leere Clips eine 40%ige Chance auf automatisches Füllen, ohne nachzuladen. Ja, meinetwegen. Interessanter Spielmodus. Aber jetzt nicht so das, was ich eigentlich gedacht hätte. Ja, starten wir dann wieder bei Villa 1, meinetwegen. Noch kannst du einstiges Missgeschick und Versagen wieder gut machen. Ah. Naja. Also keine wirkliche Nebenstory eigentlich hier. Gehen wir zurück ins Hauptmenü. Das war jetzt nicht so das, was ich haben wollte. Aber ja, Seebestattung Episode 1. Sag mal, neues Spiel. Ich habe das nämlich auch schon mal irgendwann gespielt.
Hardcore-Modus ist etwas für die Besten der Besten. Ja, komm, wir spielen auf normal. Ich glaube, da ging es nämlich zurück auf Rapture. Also in die Unterwasserwelt. Und das war jetzt eigentlich geplant. Das wollte ich jetzt noch weiterspielen. Haben wir noch ein bisschen was von Bioshock entfindet. Wir haben zu. Sie sehen nicht aus, als könnten Sie sich leisten, Aufträge abzulehnen. Was wollen Sie? Wie wär's für den Anfang mit Feuer? Erstmal ein bisschen umgucken. Oh, hier Geld rumliegen. Ist ja lässig. Wofür auch immer man das jetzt schon hier gerade einsammeln kann. Wenn er eh so zu Hause ist und so. Haben Sie auch einen Namen, Miss? Elizabeth. Ach nee. Nennen Sie mich Elizabeth. Was kann ich für Sie tun? Sie müssen ein Mädchen für mich finden. Vielleicht kennen Sie sie. Dieses Mädchen. Dieses Mädchen ist tot. Sie kennen sie. Solche gibt es Dutzende unten bei den Docks oder im Apollo Square. Waisen. Ohne Fontaine soziale Einrichtung ist kein Platz für sie. Aber Sie kennen sie. Wie gesagt, sie ist tot. Verschwunden. Hören Sie, ich weiß nicht, woher Sie das... Verschwunden ist nicht tot. Nennen Sie Ihren Preis, ich bezahle Sie. Aber diesen Job würden Sie auch ohne Honorar übernehmen, nicht? Ich verstehe nicht. Ich bin mir sicher, Sie machen's. Bringen Erfahrung, was Elizabeth über Sally weiß. Wer auch immer jetzt irgendwie wieder Sally ist. Ja, es ist halt Bioshock, ne? Tja, dann. Müssen wir jetzt hier aus der Tür raus. Mein Instinkt hat also nicht getroffen. Wo ist Sally? Ich weiß nicht. Aber ich kenne wen, der es weiß. Kommen Sie. Tja, sind wir in der Unterwasserwelt, war mit ihr. Na gut. Was wollen Sie von der Kleinen? Wozu ich sie brauche, ist meine Sache. Aber ich weiß, wo ich anfangen kann, sie zu suchen. Und ich habe das Gefühl, ein Mann wie Sie könnte mir dabei nützlich sein. Der Ryan ist ein dicker Fisch in einem verdammt kleinen Teich. Wie du meinst, Kumpel. Wenn es nach mir ginge, ich sage, wieso nur eine Stadt? Wieso nicht zwei? Ey, oder gleich drei? Na gut. Wären wir wirklich alle aus Lehm erschaffen worden, dann wäre Einstein Patentbeamter geworden. Ich hab das mit deiner kleinen Freundin gehört. Was für ein Jahr. Er wirkt so traurig. Was auch immer so lustig ist. Läuft ja wie blöde hier. Hey, verzieh dich, Freundchen. Kein Zugriff, okay. Was ist mit diesen Mädchen? Was haben die? Waren sie Einsiedlerin in Arcadia? Little Sisters. Kleine Adam-Fabriken. Das ist ja bizarr. Oh. Witzigerweise sehen die alle gleich aus, ne? Adam-Fabrik. Ja, ich müsste den allerersten Teil auch mal wieder reinpacken. Der war echt cool. Kompromisse gab's auch in Red Hook.
Wir sind alle nur Menschen, Alan. Mit so einer strengen Haltung wirst du nie glücklich. In welchem Land ist noch Platz für Menschen wie mich? Menschen, die sich nicht den Parasiten und den Zweiflern anschließen wollen. Ja, ja. Aber selbst Andrew Ryan macht mal Urlaub. Los, los. Wir haben nicht ewig Zeit. Anscheinend Rapture nach dieser ganzen Geschichte vom ersten Teil, ne? Wie meinst du das? Sind das nicht bloß so Maschinen? Big Daddy. Also ich finde, man sollte nachweisen müssen, dass man etwas von einer Sache versteht, bevor man darüber abstimmen darf. Sonst ist das doch nur eine reflexhafte Reaktion von Uninformierten. Schadet mehr, als es nützt. Aber wer soll das beurteilen? Sowas fördert nur den Missbrauch. Eine gutwillige Diktatur, das ist die Lösung. Gutwilligkeit liegt nicht in der Natur des Menschen. Machen Sie schon. Haben Sie irgendeine Ahnung, wie wertvoll meine Zeit ist? Aha. Ryan war immer gut zu mir. Nur wenige Mäzene können die inneren Kämpfe eines Künstlers wirklich nachvollziehen. Aber selbst mir wurde er ein wenig unheimlich, als er Fontaines Geschäft dicht machte und den alten Glatzkopf auf den Meeresgrund schickte. Trotzdem, als Ryan Fontaines Kumpane alle in das Warenhaus gesperrt hatte, musste doch irgendwer den zahllosen, frisch gebackenen Waisen ein neues Zuhause geben. Und selbst wenn ich dabei ein paar Dollar gemacht habe, wo steht geschrieben, dass eine gute Tat nichts einbringen darf? Anscheinend werden die Audio-Logs, die man sammelt, hier extra gezählt für eine Errungenschaft. Nicht ganz solche Uninteressantes. David, wenn der Hausdetektiv dich sieht, schmeißt er dich wieder raus. Wie mag man denn DeWitt hier wohl nicht? Komisch. Was? Dass sie nichts über die Little Sisters wissen. Seit wann sind sie in Rapture? Sagen wir, ich gehe eben nicht oft aus. Sie haben aber Augen und Ohren. Wollte ich mein Leben erzählen, Mr. DeWitt, würde ich meine Memoiren schreiben. Ich dachte immer, hier in Rapture kümmern sich die Leute um ihre eigenen Angelegenheiten. Wo gehen wir hin? Zu einem Mann im Garden of the Muses. Woher wissen Sie? Ich habe meine Quellen, Mr. DeWitt. Sollten Sie bessere Informationen haben, wo Ihre Kleine steckt, schlage ich vor, Sie nutzen sie. Wo gehen wir hin? Wann haben Sie Sally zuletzt gesehen? Was? Man hat sie entführt, nicht wahr? Woher wissen Sie das? Einfach entführt. Unten beim Surprise. Sie waren am Spielen und... Auf einmal war sie weg. Und? Ein Freund von mir, ein Cop, Sullivan. Er sagte, sie trieb im Wasser bei den Docks. Haben Sie die Leiche gesehen? Sie? Haben Sie die Leiche gesehen? Diese Welt schätzt Kinder, nicht die Kindheit. Es gibt was zu verdienen und Menschen, die es tun. Ich bringe sie zu einem solchen Menschen. Mr. DeWitt, alles okay? Ja, ja. Nur ein kleiner Schwindelanfall. Das geht vorbei. So, das. Kleine Erfrischung, Sir? Madam? Nein, na danke. Ja. Alles klar. Ja, man kann sich erstmal schön umgucken, ja? Nett. Und die folgt mir doch tatsächlich.
machst du denn, David? Kannst mich doch nicht alleine saufen lassen. Dann zeig mir den unbekannten Fusel. Die Galerie des Artists Struggle. Guten Tag. Ein Momentchen bitte. Hier gibt's nichts. Können wir wieder abhauen? Das scheint alles schon ewig hier zu sein. Jetzt mal ein wenig umschauen. Ja. Need to know Theater benutzen. Wahrscheinlich heißen die Dinger Need to know Theater. Und in der Marke genommen wurde eine Rapture-Filmproduktion. Are you in the know? Wissen Sie Bescheid? Bestimmt haben Sie schon Produkte von Fontaine Futuristics ausprobiert, aber Sie wissen, warum Ryan Industries das Unternehmen ausgegeben hat. Viel zu schnell wie immer. Or was he the best friend the parasite ever had? Were you aware his businesses were a front for a smuggling ring? And were you also fooled by his supposed charity work? At his free clinic, patients became test subjects, and his orphanages were places that children disappeared into and never came out. Once they learned the truth, Rapture's Central Council called for the arrest of Fontaine Futuristics' owner. But a coward to the end, Fontaine found a hail of bullets preferable to facing justice. The council asked that Ryan Industries assume the burden of stewardship of Fontaine's ill-gotten assets. And Andrew Ryan accepted that burden for the people of Rapture. Now all citizens can enjoy these products, free of criminal taint. Now you know. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut oder besser.